und 400 Soldatinnen und Soldaten der Burgwaldkaserne versammelten sich auf dem historischen Obermarkt in Frankenberg. Anlass war am 6. Juni der Gedenkmarsch zur Erinnerung an die gefallenen Kameraden, die am 7. Juni in Kabul bei einem Anschlag ums Leben kamen oder verwundet sind. Es nahmen auch viele Veteranen an dem Gedenkmarsch teil, beziehungsweise ehemalige Angehörige des Edelkaderbataillons 932. Kameraden, ich verzichte heute auf eine namentliche Begrüßung jedes Einzelnen, freue mich aber, dass wir aus fast allen Schwesterverbänden hier Kameraden haben, dass wir vor allem so viele ehemalige Soldaten aus Frankenberg hier haben, aktive und nicht aktive, und es ist einfach schön, so viele Kameraden heute hier zu sehen. Vor circa einem Jahr kam Oberleutnant Wendorf, der sich jetzt gerade im Einsatz im VBW befindet, kam er auf mich zu und sagte, wir haben ja immer den 7.6. als Gedenktag, der eben unseren schwärzesten Tag des Bataillons widerspiegelt. Können wir nicht einen Tag machen, wo wir auch mal die positiven Erfahrungen, die wir in den Einsätzen gesammelt haben oder auch in den 60 Jahren hier am Standort, können wir da nicht uns mal zusammentun und sowas mal begehen? Und ich fand den Vorschlag gut. Deutschland und die Bundeswehr hat ja drei Säulen, oder die Bundeswehr hat drei Säulen, wo wir eben Tradition feiern. Das sind zum einen die preußischen Heeresreformen, die sind schon lange her. Der Widerstand im Nationalsozialismus, das ist eine der Traditionslinien. Und die wir heute eben feiern wollen, ist die bundeswehreigene Tradition. Und wir als Verband mit über 60 Jahren hier am Standort, mit über 25 Jahren in den Einsätzen, wie man es auch an unserer Truppenfahne eben sehen kann, das ist eine Tradition, auf die wir zu Recht stolz sein können. Da gab es gute Tage, da gab es aber auch wirklich schwarze Tage. Und mit über 300.000 Einsatztagen, kann ich nur sagen, sind wir einer der, einsatzerfahrensten Verbände. Aber es geht nicht nur um die Einsätze. Wir haben auf Übungen, wir haben im Kalten Krieg an der innerdeutschen Grenze haben Kameraden von uns eben wichtigen Beitrag in der Aufklärung betrieben. Und das ist für uns eigentlich eine Sache, auf die wir unheimlich stolz sein können. Der 7.6., ich hatte es schon angesprochen, den wir morgen begehen werden, wo Kameraden von uns gefallen sind, wo welche schwer verwundet wurden im Körper und Geist. Das ist eben ein weiterer Stein unserer Tradition, den wir dann eben begehen. Und ich kann nur sagen, dass wir heute eben in dieser Anzahl hier sind, macht mich unheimlich stolz auf unseren Verband. Das zeigt, dass wir wirklich ein Traditionsverband sind, der hier am Standort eben angekommen sind. Und Frau Bürgermeisterin, Sie möchte ich einmal wirklich nochmal persönlich begrüßen. Sie hat jetzt Ihr erster offizieller Anlass der Bundeswehr, wo wir Sie begrüßen dürfen. Und es freut mich trotz Ihrer, ledierten Stimme, dass Sie heute hier den Weg gefunden haben, um bei uns zu sein. Sie werden heute ganz viele interessante Menschen kennenlernen, die die Staatsbürger in Uniform sind. Und die gute Zusammenarbeit zwischen der Stadt und zwischen den Bataillonen hat nun mal Tradition, und ich weiß, dass es mit Ihnen genauso weitergeführt wird. Ich will dann auch langsam zu Ende kommen. Mir ist wichtig, dass wir heute die persönlichen Gespräche führen, die Einsätze, die positiven Aspekte der Einsätze vielleicht noch ein bisschen Revue passieren. Viel lachen, das ist mir wichtig. Gerne dann auch, wenn wir angekommen sind, ein Bierchen trinken miteinander. Ich bitte Sie aber auch alle um ein ehrliches Feedback. Ein bisschen mehr außerhalb des Standortes Eingeladenen, weil meine Soldaten, die kann ich nächstes Jahr zur Not auch wieder befehlen. Aber die Kameraden, die von extern kommen,
bitte ein ehrliches Feedback, ob aus dem Traditionsmarsch auch wirklich eine Tradition werden soll, weil nur durch dieses Feedback können wir es nächstes Jahr nochmal besser machen. Und ich glaube aber, ohne es vorwegzunehmen, die Tatsache, dass eben viele dieser Einladungen so zahlreich gefolgt sind, spricht auf Wiederholung. Ich freue mich auf Ihr Feedback und würde dann mit dem Lied, was uns alle vereint, beginnen wollen und dann alle wieder einmal die Grundstellung einnehmen. National. Anfangszeit ist schwierig, aber im Sommer ist es schwerer. Ich habe Vicente Senduro und die Dame von vorne. Ich muss anders sparen.
Benny. Nee, nicht anhalten. Du darfst ihn nicht anhalten, Sam. Traditionsmarsch heute, der erste für die ELOKA, für das ELOKA-Bataillon 932 hier in Frankenberg. Sie sagten in Ihrer Eingangsrede im Radarschirm, vielleicht gibt es Tradition raus. Ja, also ich habe jetzt schon mit den ersten Kameraden gesprochen, obwohl der Tag noch nicht rum ist. Ist der Plan, und ich werde mir vornehmen, das im nächsten Jahr zu wiederholen. Die vielen Gespräche, die wir jetzt hier schon führen konnten, der gemeinsame Marsch, jetzt das gemeinsame Mittagessen, sind Dinge, die sich auf jeden Fall lohnen. Gerade das Gespräch mit Kameraden, mit denen ich auch im Einsatz war, zeigt, dass da ein hoher Bedarf ist, sich auszutauschen. Und genau diese Gespräche wollen wir eben heute führen. Es ist immer schwierig für einen Kommandeur, seine Frauen und Männer in den Einsatz zu schicken.
denn die Zeiten haben sich geändert. Das sind keine Manöverfahrten mehr. Die Einsätze sind zum Teil höchst gefährlich. Und der Traditionsmarsch hat ja auch einen Anlass, der bei vielen, auch Soldatinnen und Soldaten, gar nicht mehr präsent ist. Das sind nämlich Kameraden, die bei einem Anschlag in Kabul gefallen sind. Ja, in Frankenberg, muss ich sagen, ist das jedem sehr präsent. Wir haben hier in der Militärgeschichtlichen Sammlung, direkt in dem Raum hier oben, haben wir den Raum Tod und Verwundung, wo wir dieses tragische Ereignis, was vor über 20 Jahren das Bataillon getroffen hat, jedes Jahr auch begehen. Die Namen der Kameraden sind uns immer in Erinnerung. Und wir müssen diese Tradition aufrechterhalten. Die Einsätze, wie Sie schon gesagt haben, sind geringer geworden von der Anzahl, aber von der Gefahr sind sie deutlich höher. Und genau diese Gespräche und hier dieses Zusammensein ist auch eine Art Vorbereitung und aber auch natürlich eine Nachbereitung. Ja, Obersenkstens, Traditionsmarsch in alter Stätte hier. Sie waren ja hier mal Kommandeur. Wie wichtig ist heute auch Tradition in der Folge in der Bundeswehr, auch im Rahmen der vielen, zum Teil höchst gefährlichen Einsätze? Ja, die Bundeswehr mit ihrem Bestehen hat ja nun jetzt eine eigene Tradition. Wir müssen nicht mehr zurückschauen auf Vorgängerorganisationen, was wir auch nicht tun, aber auch die Säulen, die wir hatten, wie zum Beispiel die preußischen Heeresreformer oder die Offiziere des Widerstandes, die Soldaten des Widerstandes, ist ja für heute die heutige Generation viel zu lange her. Deswegen pflegen wir jetzt unsere eigene Tradition, die wir seit der Gründung der Bundeswehr hatten. In diesem Bataillon, kann man sagen, waren es eben die Aufbaujahre, die Jahre des Kalten Krieges und dann die Einsatzjahre in den Auslandseinsätzen. Das heißt, wenn sich heute Soldaten, aktive wie ehemalige, hier treffen und dann gemeinsam aus der Stadt hier hochmarschieren, dann gibt es halt schon viele Geschichten, über die man reden kann. Ja, wie gerade eben überall über Übungen, über zurückliegende Einsätze, über die Einführung von neuen Aufklärungssystemen. Also es gibt viel zu erzählen und das soll mit einem solchen Tag gepflegt und kultiviert werden. Jetzt ist rein zufällig heute D-Day, der Tag der Invasion in der Normandie. Und inzwischen sitzen Bundeswehrsoldatinnen und Soldaten zusammen mit den ehemaligen Alliierten und Franzosen in der Normandie und feiern den Tag gemeinsam. Ist das die neue Bundeswehr? Ja, absolut. Also der D-Day ist ja letztendlich Voraussetzung gewesen dafür, dass wir jetzt eine Armee haben, wie wir sie haben, mit innerer Führung, mit eben dem klaren Leitbild des Staatsbürgers in Uniform, was es eben vorher nicht gab. Also ich sehe da durchaus eine direkte Verbindung vom D-Day auf so einen heutigen Traditionstag, weil wir eben nämlich genau das jetzt feiern können, was wir seit Gründung der Bundeswehr 1955 aufgebaut haben. Und dass deutsche Soldaten heute fest integriert sind in die NATO und gemeinsam mit NATO-Kameradinnen und Kameraden, zum Beispiel jetzt aktuell gerade an der Ostflanke stehen, denke ich, ist ein sehr gutes Zeichen. Europa ist ebenso stark wie seine Glieder und nur gemeinsam kriegen wir das hin, ne? Gegen jeglichen Aggressor, egal wo er herkommt. Nun hat die Bundeswehr viele Einsätze hinter sich gebracht, angefangen vom Balkan bis aktuell. Und es gibt auch Veteranen. Wäre es dann nicht Zeit für einen Veteranentag? Ja, die Bundeswehr führt das sogar ein. Die Diskussion ist schon ein bisschen älter. Aber der amtierende Minister Pistorius hat sich jetzt entschieden, so einen Veteranentag einzuführen. Da waren unsere Planungen hier aber schon fortgeschritten, sonst hätte man das sicherlich vereinbaren können, also dass man diesen Traditionsmarsch auf den Veteranentag legt. Aber jetzt hatten wir halt unsere Planung und bei uns gibt es hier am Standort halt auch die besondere Verbindung zu dem 7.6.2003. Das ist ein Tag, der ist tief in die Geschichte des Verbandes eingebrannt. Das war der Anschlag auf den Bus in Kabul am letzten Tag des Kontingentes auf dem Weg zum Flughafen, um heimzufliegen. Gab es eben diesen Anschlag eines Selbstmordattentäters mit vier toten Soldaten, vier Gefallenen und vielen Verletzten. Und zu diesem Tag kommen hier sowieso ohnehin schon viele Veteranen zusammen. Das ist ja morgen und deswegen die räumliche Nähe oder die zeitliche Nähe, dass wir das jetzt zusammengefasst haben. Ob man das nächstes Jahr wieder so macht, werden wir sehen. Vielleicht gehen wir auch an den Veteranentag. Wäre aber schön, wenn der Traditionsmarsch zur Tradition werden würde hier in Frankenberg. Ja, an uns liegt es nicht. Und das Feedback heute, die Resonanz, die vielen Pensionäre, die gekommen sind, teilweise auch von weit her, zeigen ja, dass es durchaus willkommen ist.